Stell dir eine Kirche vor, eine Gemeinde, wo Grosszügigkeit zum Lebensstil wird, zur Kultur, wo niemand mehr Mangel muss haben. Wo wir da unterwegs sind auf der Straße und das Video gemacht haben, hat es eine Begegnung gegeben, die mich eigentlich am meisten berührt hat. Das war ein junger Mann in meinem Alter. Es ist richtig, dass ihr lacht, ja? Denn das ist etwas anderes, aber der Jan hat den Altersdurchschnitt von unserer Gemeinde errechnet. Klar, er hat etwa 10 Personen gefunden, da haben wir keine Altersangabe. Und dann haben wir natürlich auch Leute, die dazugekommen sind im letzten halben Jahr, die nicht erfasst sind. Aber er ist auf einen Altersdurchschnitt gekommen von 18,1818 Jahren. Von dem her bin ich doch schon ein alter Knacker. Darf ich also ruhig lachen. Also, ein junger Herr in meinem Alter, seine Geschichte ist weniger zum Lachen, weil ich habe ihm einen Kaffee gezahlt, dann hat er gefragt, ja, wieso dass ich das mache. Und ich gesagt, ja, weil Jesus meine Schuld gezahlt hat, kann ich grosszügig sein. Und dann, natürlich habe ich dann auch gesagt, wir nehmen das auf und wir haben so eine Input-Serie über Grosszügigkeit. Und dann hat er angefangen zu erzählen, wie Jesus in seinem Leben gewirkt hat. Und er hat mehrere Gebetserhörungen mir erzählt. Und er ist auch in einer Gemeindegründung mal dabei gewesen. Vor etwa 15 Jahren. Und hat tolle Sachen erlebt. Und dann sind Enttäuschungen gekommen in sein Leben rein. Enttäuschungen vor allem mit Menschen. Und er hat sich immer mehr zurückgezogen aus der Gemeinschaft. Und dann ist noch dazu gekommen, dass er chronisch eine lebensbedrohliche Krankheit bekommen hat, wo er in den letzten Jahren leidet. Und er hat sich total isoliert in den letzten Jahren. Er lebt eigentlich einsam. Und hat dann gesagt, es ist schön, dass du noch das Vertrauen hast in Gott. Was ich dir vor allem wünsche, ist, dass du ein paar vertrauensvolle Beziehungen noch darfst haben. Da auf der Welt. Wo du kannst darauf verlassen, dass die für dich da sind. Denn für das hat Gott uns geschaffen und für das hat er auch Gemeinschaft gegründet oder Kirche ins Leben gerufen. Und hat dann auch gesagt, du bist jederzeit eingeladen, bei uns vorbeizukommen. Und dann hat er dann ziemlich schnell abgelehnt. Und das, die Tragik von dieser Person hat mich eigentlich am Anfang wie fast ein bisschen erdrückt. Weil ich die Realität ein bisschen gespürt von diesem Mann und sehe das andere, was Gott eigentlich beabsichtigt hat mit der Kirche. Eine Kirche, wo Grosszügigkeit lebt, als Lebensstil, als Kultur, dort muss niemand mehr irgendwie Mangel haben. Und das ist nicht nur ein Traum, sondern das ist etwas, wozu wir berufen sind. Und darum lade ich dich ein, auch was auch immer passiert in deinem Leben, Enttäuschung mit Menschen, Enttäuschung über Gott, was auch immer, zieh dich nicht zurück. Wir können uns das leisten, sage ich jetzt mal, in Europa, dass wir uns zurückziehen können, auch als Christen. Und unser Solo-Leben oder Solo-Christsein können leben. Aber das macht keinen Unterschied. Wir sind zu etwas anderem berufen, zu einer Gemeinde, wo Grosszügigkeit eine Kultur wird, wo niemand mehr Mangel muss haben. Da gibt es Leute, die können sich die Pfingstfreizeit nicht leisten. Was passiert? In der Kleingruppe tut man da sofort Geld zusammenlegen und das ermöglichen, dass die Person in die Pfingstfreizeit mitkommen kann. Oder Skiferien, es passiert ein Skiunfall, jemand hat einen Gips, eine Mutter und es wird sofort organisiert, dass Haushaltshilfe da kommt und es Leute gibt, die helfen. Oder jemand wird pflegebedürftig. Ich frage um, vielleicht nicht einmal, muss nicht einmal den Pastor machen. Und es gibt genug Leute, die sich melden und sagen, jawohl, ich bin bereit. Montag komme ich vorbei. Dienstag mache ich den Einkauf. Das ist Grosszügigkeit. Stell dir vor, so eine Gemeinde. Und so ein Beziehungsnetz, da möchte ich hören und da möchten auch andere hören. Das ist klar, also so ein Beziehungsnetz, das strahlt etwas aus. Und das zieht an. Und das Schöne ist daran, dass jeder etwas geben kann. Jeder kann grosszügig sein. Es ist nicht die erste Frage, wie dick dein Portemonnaie ist. Es ist auch nicht die erste Frage, ob du 40 oder 60 Stunden in der Woche schaffst. Sondern es ist die Frage zuallererst. Eine Herzensangelegenheit.
eine Herzensfrage. Und darum ist mein Thema heute Morgen, wie kann ich ein grosszügiges Herz entwickeln. Ich möchte zuerst noch ein anderes Beispiel erzählen, das vor 14 Tagen da passiert ist, wo der Röbi sein Geburtstagsfest hatte. Der Raum da aus allen Nähten geplatzt ist, sind so viele Leute da gewesen, es war herrlich gewesen. Und da kommt ein Ehepaar aus Deutschland, das ein paar Jahre bei uns in der Gemeinde war, die Vero und Michael Florian. Die Vero kommt da rein zu laufen, direkt auf mich zu, freudestrahlend. Und sagt, je näher dass sie in die Kirche gekommen sind heute Morgen, desto mehr hat ihr das Herz geschlagen. Und sie hat richtig Herzklopfen gehabt, als sie in die Räume gekommen sind. Mir war das nicht bewusst gewesen. Aber sie hat prägende Jahre erlebt. Da, in dieser Gemeinde. So, dass sie Herzklopfen gehabt hat, als sie da reingekommen ist. Wow, das ist mir so runtergegangen, wie Balsam. Wow, das ist ja das schönste Kompliment, das man jemandem machen kann. Sie hat da prägende Jahre erlebt. Und der Michael hat dann gesagt, er hört öfters unseren Podcast. Es sei sehr interessant, was wir da erzählen. Und das hat mich natürlich dann mal gefreut. Und jetzt geben wir einen Gruß über den Bodensee zurück. Er hört ihn wahrscheinlich dann heute Abend. Ihr dürft irgendeinen Applaus geben oder einen... Juhu! Man darf grosszügig sein, mit Dank, mit Applaus, mit einem Juchzer, mit einem Kompliment, mit einem Lob. Da können wir doch einmal etwas von den Amerikanern lernen, glaube ich, jedenfalls in dem Bereich von der Grosszügigkeit. Wie kann ich ein grosszügiges Herz entwickeln? 5. Mose, Kapitel 15, Vers 7. Seid nicht hartherzig gegenüber den Armen, die mit euch in dem Land leben, das der Herr, euer Gott, euch schenkt. Wer hat das Land geschenkt? Wer ist verantwortlich dafür, dass du in dem Land geboren bist, wo du jetzt lebst? Dein Gott. Sie sind eure Nachbarn und Landsleute, also die Armen. Verschließt euch nicht vor ihrer Not. Seid großzügig und leiht ihnen so viel sie brauchen. Und jetzt kommt der erste Hinweis. Ich habe 4 Hinweise, wie man ein grosszügiges Herz entwickeln. Der erste Hinweis ist, kümmere dich um dein selbstsüchtiges Herz. Kümmere dich um dein selbstsüchtiges Herz. Vers 9. Hütet euch davor, da, vor dem selbstsüchtigen Herz, euren armen Landsleuten gegenüber kleinlich zu sein, weil ihr insgeheim denkt, das 7. Jahr, das Erlassjahr, steht ja schon kurz bevor. Wenn ihr ihnen nichts gebt und der Bedürftige euretwegen zum Herrn schreit, ladet ihr dadurch Schuld auf euch. Das ist das System angesprochen, wo die Israeliten hatten, dass sie im 7. Jahr die Schulden ihnen erlassen worden ist. Oder das, was sie ausgeliehen haben, haben sie nicht mehr zurückgeben müssen. Denn im 7. Jahr beim Versöhnungstag, das war ein Stichtag. Also das heisst, wenn morgen jetzt ein Versöhnungstag wäre und heute jemand würde zu mir kommen und sagen, hey, kannst du mir deine Jacke mir geben, ausleihen, dann müsste ich mit dem rechnen, dass sie nicht mehr zurückkommt. Denn morgen ist der Versöhnungstag und morgen entfällt das. Die Pflicht, das wieder zurückzugeben. Und jetzt, was steht da im Text? Denkt ja nicht, ich kann ihm nichts ausleihen, weil morgen der Versöhnungstag ist. Weil morgen der Stichtag ist. Im 7. Jahr. Denkt ja nicht, ich kann nichts geben, weil ich es nicht mehr zurückbekomme. Wenn du sagst, ich kann ihm nichts geben, dann wirst du Schuld auf dich laden. Das ist purer Egoismus. Habsucht. Gibt's. Wo auf der gleichen Stufe ist wie Ehebruch und Götzendienst in der Bibel. Wird das schärfst verurteilt eigentlich von Gott. Gibt es Habsucht? Weil Gott ein Gott will sein, der sich will zeigen als ein barmherziger Gott, der dich versorgen tut. Und damit du diese Versorgung kannst erleben, musst du mal können zuerst geben. Sonst kann er dir gar nichts geben. Weil deine Hände voll sind. Weil dein Portemonnaie voll ist. Weil deine Seele voll ist. Weil dein Kopf voll ist. Wieso ist Geben für Gott so wichtig?
Müssen wir die Stromrechnung im Himmel bezahlen? Oder müssen wir Gott zahlen, sein Bodenpersonal, seine Kirche finanzieren? Müssen wir darum Geld Gott geben? Oder meine Zeit investieren für Gott? Nein, das Geben ist von Gott uns gegeben für uns, nicht für ihn. Das dient uns. Durchs Gehen spült der Egoismus Gier aus unserem Herzen raus. Und wir werden frei und empfänglich für das, was Gott uns möchte, schenken. Nichts spült Gier und Egoismus besser aus unserem Herzen als das Gehen. Und zwar grosszügig. Das, was auch ein bisschen wehtut. Wenn ich nur ein bisschen gebe von meinem Überschuss, Ende Jahr noch was übrig bleibt, das kann jeder. Das machen auch andere. Und es geht darum, wie schon angetönt, im grosszügigen Gehen, nicht nur um Geld. Es geht um Aufmerksamkeit, es geht um Liebe, es geht um Fähigkeiten, Kreativität, es geht um Häuser, es geht um Autos, es geht um Ressourcen, die wir haben, die wir anvertraut bekommen haben. Kümmere dich um dein selbstsüchtiges Herz. Wer verschenkt, wer gern gibt, der haltet sich geistlich fit. Der haltet sein Herz gesund. Denn er ermöglicht Gott, Gott zu sein. Dass Gott in seiner Grosszügigkeit uns begegnen kann. Meine Frau hat mir ein schönes Beispiel erzählt, wo sie die Jüngerschaftsschule gemacht hat, die ITS, mit Jugend in einer Mission. Und dann sind sie in Einsatz gegangen, für etwa 2 oder 3 Monate, mit einer Gruppe von 15 Personen. Und da hat es eine Frau darunter gehabt, eine 17-Jährige. Die hat, so hat sie erzählt, wenn sie etwas ging posten, dann haben sie aus ihrem eigenen Sack müssen zahlen. Dann hat sie, also Lebensmittel, irgendetwas, was man essen kann, dann hat sie das immer allen angeboten. Die ganze Gruppe. Und am Anfang war sie einfach immer die, die alles geteilt hat. Bis die Gruppe das wie übernommen hat. Und nach dieser Einsatzzeit ist das irgendwie eben eine Kultur geworden. Es ist wie zum Lebensstil geworden, dass alle geteilt haben. Nicht nur die, Mia, wie sie geheißen hat, sondern alle haben das gemacht. Merken Sie, so funktioniert das in einer Gemeinde, in einer grösseren Gemeinschaft. Wenn Grosszügigkeit zu einer Kultur, zum Lebensstil wird, dann muss niemand mehr Mangel haben. Es ist eigentlich einfach. Ich muss nur das weitergeben, was ich habe. Nicht anders. Nur das, was Gott mir anvertraut hat. Der zweite Hinweis: Kümmere dich um dein trauerndes Herz. Vers 10. Willig sollst du ihm geben. Also am Armen, der bedürftig ist. Und dein Herz soll nicht böse sein oder nicht trauern. Kann man es auch übersetzen? Wenn du ihm gibst, denn wegen dieser Sache wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allem Geschäft deiner Hand. Nochmal zurück zum Giz. Der Giz greift uns an, bevor wir geben. Das Gedanke kommt und sagt, ja nein, ich kann jetzt nicht 100 Franken da in die Kollekte geben oder in Opfer oder in die Spendensammlung. Dann, nächste Woche möchte ich ja noch auswärts essen mit meiner Familie. Das ist der Geiz. Und wenn dann der Gedanke gewöhnt, dann hat eben Habsucht in dem Sinn gewonnen. Ich gebe nicht, ich brauche es für mich. Das ist mir und das gehört mir und ich gebe nichts von dem weg. Aber wenn wir jetzt eben den Geiz können überwinden und dann geben, dann kommt eben das Zweite da, Trauer. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Dass ihr etwas gegeben habt, irgendeine in eine Spende und nachher, einen Tag später, Ausverkauf. Oh, die Jeans, die hätte ich jetzt gern. Auf die habe ich eigentlich schon immer, das ist super modern, das ist der neueste Style, die muss ich jetzt haben. Jetzt habe ich aber kein Geld mehr, jetzt habe ich es eben am Sonntag gespendet. Und dann traurig ich über das. Oder macht eine Überweisung zusätzlich irgendwie 1'000 Franken für etwas und dann geht das Auto kaputt und die Rechnung kommt und dann denke ich, oh nein, das ist jetzt blöd.
jetzt habe ich gerade vorher die Spende überwiesen und jetzt müsste ich eigentlich die Rechnung zahlen. Dann trauert mein Herz. Und da heisst es, man soll nicht trauern über dem, was man eben gegeben hat. Und mir kommt jetzt zum Beispiel in den Sinn, wir haben jetzt Skiferien gehabt. Skiferien sind nicht ganz billig. Heute Morgen bin ich da reingekommen und habe die letzten 100 Franken noch in der Opferbox reingetan. Und eigentlich haben wir heute noch einen Ausflug machen als Familie, wo wir noch ein bisschen Geld brauchten. Aber ja, es lange nicht mehr. Und dann merke ich, dann kommt eben die Trauer, dass ich denke, ah, es reut mich eigentlich, dass ich jetzt da die 100 Franken noch reingelassen habe. Und, weiss nicht, kennt ihr das auch? Ja? Die Trauer. Dass man eben, das reut einem dann. Und dann denkt man, ah, hätte ich doch gescheiter das nicht gegeben. Und so kann es eben einem gehen. Okay. 100 Franken? Okay. Ja, ich kann das wieder zurückzahlen. Nein, ist gut. Ist okay. Wow, danke vielmals. Merci vielmals, Judith. Hi. Mega. Ich glaube, ich sollte mehr so Gedanken äußern. Herzlichen Dank, Judith. Das ist Grosszügigkeit. Merkt ihr? Wow. Das ist eine wahnsinnige Ehre. Jetzt ist es so, wir haben das nicht abgesprochen. Der Punkt ist aber, jetzt, sie wird es nicht reuen, Judith. Sie reut die 100 Franken nicht, denn ich habe ihr die 100 Franken ja gegeben. Sie gibt die gern mir. Und genau so sollte es dir und mir auch gehen, wenn wir Geld geben oder Zeit verschwenden oder Fähigkeiten investieren ins Reich Gottes. Weil es gehört eh Gott. Wir geben nur zurück, was ihm ja gehört. Wir müssen nicht trauern darüber. Oh, jetzt ist so viel Zeit drauf gegangen. Oh, jetzt habe ich die 1000 Franken investiert. Dabei hätte ich doch noch. Wir müssen nicht trauern. So wie Judith, sie trauert nicht. Sie hat mir die gerne gegeben, die 100 Franken, weil sie an mir gehört haben. Es heisst auch im Text, wir sollen nicht böse sein darüber. Unser Herz soll sich nicht verschliessen oder widerwillig werden, wenn wir geben, weil es gehört ja eh Gott. Was sagt der Psalm 24, Vers 1? Die Erde und alles, was drauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Wem gehört Schweiz? Wem gehört unser Wohlstand? Wem gehört dein Haus? Wem gehört dein Leben? Wenn wir das zurückgeben, was eh Gott gehört, brauchen wir nicht zu trauern. Jetzt, wenn man den Text so liest, dann könnte man ja meinen, ja, das ist eine gute Idee, ich bin grosszügig, ich gebe gern und dann wird Gott mich segnen. Dann werde ich ein erfolgreicher Geschäftsmann, dann werde ich schwimmen im Gold wie der Dagobert Duck. Das ist super. Denn Gott verspricht das ja da in dem Abschnitt. Und wenn wir eben so denken, dann sind wir wieder auf der Schiene vom Egoismus, vom Stolz, also vom Geiz. Dass wir sagen, ich gebe und jetzt muss Gott mich beschenken. Und so geht es nicht. Gott möchte nicht, dass wir geben, dass wir auf der anderen Seite wieder die Hand so öffnen und sagen, jetzt bitte, bitte Herr, sondern er möchte, dass wir ihm einfach frei vertrauen. Dann seine Versorgung und sein Segen kommt manchmal von ganz anderen Seiten, über ganz andere Kanäle in unser Leben hinein, als wir es denken oder manchmal auch erhoffen. Wir geben nicht, damit wir bekommen, sondern weil wir Gott vertrauen, dass er uns versorgt. Das Vertrauen, das ist das, was Gott sucht. Drittens, entwickeln ein grosszügiges Herz. Vers 13, folgende: Wenn ihr einen Sklaven freilasst, dann schickt ihn nicht mit leeren Händen fort. Gebt ihm ein grosszügiges Abschiedsgeschenk.
mit von euren Schafen und Ziegen, eurem Getreide und eurem Wein. Lasst ihn an dem Reichtum teilhaben, mit dem der Herr, euer Gott, euch gesegnet hat. Wir sollen großzügig teilhaben oder anderen Menschen Anteil geben an dem, was Gott uns geschenkt hat. Großzügig. Was heisst es da? Wir sollen Geissen, Mäh, Schaf, Getreide, Wein sollen wir eben mitgeben als Abschiedsgeschenk. Also gut, wir haben jetzt keinen Sklav, jedenfalls habe ich das nicht. Aber es geht auch um das Prinzip, dass wir grosszügig sein sollen. Und an dem, wo Gott uns geschenkt hat, sollen wir andere Menschen Anteil nehmen lassen. Ich habe ein wunderbares Beispiel gehört vom Pastor von der Baptistengemeinde Zürich. Die haben an einer Familie, an einer Asylantenfamilie, haben es ermöglicht, dass sie in der Schweiz bleiben können und haben ihnen geholfen, sich zu integrieren, sind auch Teil geworden von der Gemeinde. Und der Mann, der hat so die Tradition von seinem Heimatland, dass er immer, bevor er in die Ferien geht, geht er beim Pastor vorbei und legt ein Kuvert mit Geld her. Er sagt, das ist für die Kirche. Das wäre jetzt das Geld, das ich an der nächsten Sündung, wo ich nicht da bin, wird da sein. Das wäre das Geld, das ich schon schwöre, in die Kollekte gebe. Und dann immer noch etwas drauf rauf, so eine Art Zehnte vom Feriengeld. Das bringt er immer vor der Ferien vorbei. Und sagt, schau, das ist wichtig, dass ich das bei dir deponieren kann. Weil wenn ich es nicht machen würde, dann würde ich das einfach verputzen. Und dann hat er auch die Gewohnheit, dass er der Gemeinde einmal Wein schenkt. Er bringt einmal Kartons voll Wein, wo sie an der Gemeindeversammlung noch einen Apéro machen können, der Mitgliederversammlung. Und das ist nicht irgendein billiger Wein, sondern also ein exklusiver Wein, den er einmal da finanziert und mit dem einfach Dankbarkeit zum Ausdruck bringt und sagt, ich bin so dankbar, dass ich eine neue Gemeinde gefunden habe. Und dass wir zueinander stehen und auf das stößt er gerne an. Ich finde das so grossartig. Es hat mich eigentlich wie berührt. So grosszügiger Lebensstil von einem Menschen, wo Dankbarkeit zeigt. Denkt daran, Vers 15, dass ihr Sklaven in Ägypten wart und dass der Herr, euer Gott, euch befreit hat. Deshalb gebe ich euch heute dieses Gebot. Wenn wir geboren werden, dann ist unser Herz selbstsüchtig. Es ist auf das trimmt. Es ist wie auf das geortet. Es ist wie bei den Israeliten, die in der Sklaverei in Ägypten waren. Sie sind von Natur auf, so ist von der Natur auf unser Herz, unser Leben gefangen. Gefangen wie die Israeliten in Ägypten. Dass wir denken, das dreht sich das ganze Universum nur um mich. Ich bin der Nabel der Welt. Und wenn ich habe, dann muss ich noch mehr haben. So ist unser Herz ausgelegt. Und erst wenn Jesus uns begegnet und wir ein Leben mit ihm anfangen, dann kann der Heilige Geist unser Herz weit machen, dankbar machen und unser Herz dazu bewegen, dass wir grosszügig anfangen zu leben. Dem sagen wir dann auch einen Gesinnungswandel oder Herzensveränderung. Und dann wird unser Herz weit. Vielleicht haben wir das auch schon beobachtet oder bei euren Kindern oder bei anderen, dass wenn kleinere Kinder miteinander spielen, also wir haben das auch gehabt bei uns zu Hause, dass dann ein Gespendli ist von Emanuel, von unserem Sohn, und dann plötzlich fängt das Gespendli mit seinem Lieblingsauto an zu spielen, oder? Und dann geht es, wups, und dann hat mein Sohn das Auto und drückt es ganz fest an sich. Und dann, was machen die Erwachsenen, oder? Die sagen dann, ja, jetzt kannst doch du mal das Auto teilen. Nur für 5 Minuten. Gib ihm doch das einmal, er nimmt es nicht weg. Du hast ja noch so viele andere Autos. Tu doch das Teilen mit ihm. Und je mehr die Eltern auf ihr Kind einschwänzen, desto mehr umklammert das Kind das Auto und drückt es ins Herz, weil es denkt, jetzt wollen die bösen Eltern mir auch noch das Auto wegnehmen.
Wie oft gleichen wir solche kleinen Kinder? Und Gott fragt sich, wann wirst du endlich erwachsen? Wann wirst du so wie der himmlische Vater, der so grosszügig war, dass er alles gegeben hat, sein Liebste, seinen eigenen Sohn, hergegeben hat diesen Menschen und am Schluss ihn ans Kreuz genagelt hat? Wann wirst du erwachsen und lernst teilen, nicht klammern, teilen? Dann kann nämlich Gott deine Hände wieder neu füllen. Und als Letztes noch, mit dem möchte ich abschließen: kultiviere ein dankbares Herz. Vers 15. Denkt daran, also Vers 15 nochmal, denkt daran, dass ihr Sklaven in Ägypten wart und dass der Herr, euer Gott, euch befreit hat. Deshalb gebe ich euch heute dieses Gebot. Gott befiehlt das. Er sagt, ich befehle dir, dass du grosszügig sollst sein. Dass du von deinem Reichtum sollst teilen. Ich befehle dir das. Dass du deine Gaben, deine Fähigkeiten sollst einsetzen. Mit welcher Autorität macht das Gott? Ich habe dich aus der Gefangenschaft befreit. Dein Leben gehört mir. Merkt ihr? In dieser Autorität sagt das Gott, dein Leben gehört mir. Darum, tu es. Du hast alles mir zu verdanken. Ich möchte jetzt so abschließen, dass wir gegenseitig, das ist vielleicht auch nicht für alle gleich, sind das gleich gewohnt, aber dass wir gegenseitig einander segnen. Mit dem, was du dir selber wünschst für dein Leben. Dass du das der anderen Person zusprichst, das ist eigentlich Segnen. Und du darfst rechts oder links die Person zugehen und sie segnen. Einfach ganz kurz. Ein paar Sekunden, eine halbe Minute, das sagen, vielleicht musst du zuerst überlegen, was wünsche ich eigentlich mir selber, und das kannst du der anderen Person wünschen. Und das könnt ihr dann auch wieder, könnt ihr auch tauschen, nur wenn ihr wollt. Wenn jemand das nicht möchte, oder nur leislich das möchte, dann darf er das auch. Aber ich lade euch ein, einfach jetzt kurz das zu machen, grosszügig sein, mit Segnen. Das ist etwas, wo wir alle können üben und trainieren. Darf ich euch einladen zu dem Segnen, dass ihr euch gegenseitig links und rechts herwendet und kurz einander das zusprecht, was ihr euch selber wünscht.